So Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Wir haben beim letzten Mal hier verloren. Und ja, das war aber auch eine Spinne, oder? Ich bin dann auch nicht mehr aus dem Brimstone Laser rausgekommen. Also jetzt brauchen wir dringend ein Damage-Up am Anfang. Also ganz ohne Damage-Up wird das hier nicht laufen. Und ich habe gelernt, wir müssen viel, viel vorsichtiger sein. Also die alten Bosse, die kenne ich ja von ihren Patterns her. Die sind ja für mich überhaupt gar kein Problem. Aber wenn dann so ein neuer Boss kommt, den kennt man halt einfach nicht. Und man überschätzt sich da. Ja. Zero nervt wieder. Aber wir haben keine Zeit. Wir müssen jetzt hier machen. So. Komm, put, put, put. Verreck dran. So. Machen wir hier alles kaputt. Alles. Common Cold. Ja, da haben wir zumindest Poison Tears. Das ist ein Anfang. Allerdings wird es auf Dauer nicht reichen. Also gegen Damage Up hätte ich immer noch nichts einzuwenden. Aber wir kriegen keins. Am besten sowas wie Cricket's Head, aber ich weiß nicht, ob wir den überhaupt schon haben. Das ist ja das Problem. Vieles haben wir einfach noch nicht. Weil das ist ja alles noch nicht freigeschaltet. Und durch die neuen Bosse ist es auch etwas schwerer, an den ganzen Kram ranzukommen. Aber nicht unmöglich. Und mit der Zeit kommt das eh alles. Je besser wir spielen, desto besser, desto schneller kommen wir an den ganzen Kram ran, den ich so gewohnt bin. Am besten kriegen wir irgendwo mal vielleicht noch ein Pentagramm oder irgendwas. Das hatten wir ja schon mal bekommen. Devil Deal mit was Anständigem und dann geht das schon. So, hier HP ab. Das ist doch schon mal ein Anfang. So, weiter. Gar nicht lange aufhalten. Stimmt, wir haben Eve letztes Mal freigeschaltet. Die hätte ich eigentlich auch nehmen können, weil ich mit Eve ja recht gut bin eigentlich. Aber für den Anfang tut's der alte Isaac auch noch. Was? Die hat mich nicht getroffen. Nein, abgelehnt. Jetzt renne ich noch beinahe ins Feuer rein. Ihr habt gedacht, ich mach das, ne? Was erwartet ihr von mir? Ja, dass ich schlecht spiele, erwartet ihr. Und irgendwo habt ihr auch recht. Zwei Tinted Rocks, zwei Bomben. Spirit Heart ist ein guter Anfang. Small Rock wäre ein noch besserer. Na gut. Drei Spirit Hearts sind auch okay. Ich weiß auch nicht, ob es hier wie beim ganz alten Isaac so ist, dass das Leben unbegrenzt ist. Also, dass man theoretisch unendlich viele Spirit Hearts sammeln kann. Aber ich denke mal nicht, da es ja auf Rebirth aufbaut und es da nicht mehr möglich war. So, bevor jetzt wieder so ein super Boss aus Anti-Birth hier erscheint, suchen wir uns erstmal. Ja, einen Shop wollte ich jetzt eigentlich nicht, obwohl ich da gerne spenden würde. In dieser Donation Machine, da müssen wir ja noch eine ganze Menge unterbringen, ne? Nicht vergessen. Speeddown, na super. Oh, vier Spirit Hearts, Lazarus. Wir kriegen alle Charaktere wieder. Mit denen muss ich dann auch alles nochmal spielen. Aber ich glaube, da werde ich auch einen Teil offscreen machen, weil ich nicht mit jedem spielen muss. Aber ihr könnt mir ja mal schreiben, wen ihr gerne sehen würdet. Weil wenn ihr jemanden sehen wollt, dann nehme ich den natürlich. Mr. Mega has appeared in the basement. Okay. Wegen den vielen Bomben, die wir hier zünden. Oh ja, Capricorn. All stats up. Und alle Werte hoch ist schon wieder was richtig
Schönes. Schlüssel nehmen wir, haben wir halt ein Spirit Heart verbraten. Kannst du eigentlich auch groß lassen, die Karte. Hier auch. Oh nö, du bist ein ganz normaler. Und ich muss mir mal wieder abgewöhnen, hier immer gleich weiter zu drücken, weil sonst sehen wir den Namen nicht. Und Pasch hat mich schon vorgewarnt. Diese rote, fette Fliege aus dem ersten Part. Die ist... Ja, die ist wohl an sich recht harmlos. Allerdings verdammt schwer, wenn man wenig Speed hat. Maggie. Hat er da nochmal spontan hervorgehoben. Und wir kriegen hier die Damage-Ups, ja. Leute, die Runde läuft. So, an den kommen wir natürlich erstmal nicht ran mit seinem Spirit Heart, weil nö, da kommt man ohne Fliegen gar nicht ran. Höchstens wenn ich... Ja, mit dem richtigen Winkel könnte es gehen, aber das ist mir jetzt gerade zu riskant. Wir haben nur zwei Bomben. Die hebe ich mir lieber für Tinted auf. Ja, an sich, ich würde gerne opfern, aber jetzt nicht. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir vielleicht einen Deal kriegen. Und Challenges muss ich ja, glaube ich, auch noch machen, ne? Aber Challenges, wollt ihr die nochmal sehen? Weil ich denke mal, das sind die gleichen wie beim... Ja, wie vorher auch beim Rebirth. Weil dann werde ich... Also wenn es wirklich nur die gleichen sind... Die werde ich abgleichen. Dann werde ich auf jeden Fall die Offscreen machen. Darauf könnt ihr wetten. Petrified Poop. Versteinerte Kacke. Ich bin es nicht mehr gewohnt, dass uns die Fliegen nicht mehr beschützen. Das war so das Beste, was wir letztes Mal hatten. Fliegen. Wafer. Jeder Schaden ist nur noch ein halbes Herz, nicht mehr ein ganzes bei manchen. Und seien wir mal ehrlich, Gertie ist eine Flasche. Gertie ist eine richtige Flasche. Und ich lasse mich von Gertie treffen. Ja, Gertie, ich hab's kapiert, ich bin auch eine Flasche. Aber unser Damage hält sich immer noch in Grenzen. Also ein Pentagramm wäre schon mal nicht schlecht. Oder gleich ein Brimstone-Laser. Können wir uns bei der Spinne revanchieren aus dem letzten Part. Oder am besten gibst du mir einfach... Ja, einer auf die Nase. Kinderfreundlich bleiben, Wolf. Es ist alles im Lot. Du hast noch 5 rote Herzen. Alles gut, alles gut. Ja. Hör, was bist du denn? Ah, plus 1 auf den niedrigsten Wert. Keine Ahnung, was das war, aber jetzt haben wir es um 1 erhöht. Die Roar of Babylon, also die Hure von Babylon, will ich jetzt eigentlich nicht haben, ne. Ne, komm, ich geh weiter. Gluttony. Aber Gluttony gibt gerne mal HP-Ups, das ist gut. Brave Todsünde, liebe Todsünde. Böse Todsünde. Tears down, oh Gott. Ein Pheromones, ja, ein HP-Up oder sowas wäre mir lieber gewesen. Na gut, in dem Fall erstmal ein Damage-Up. Sowas wie Polyphemus oder so. So etwas richtig Nützliches. Mit dem man dann auch mal Schaden macht. Ne, Gambling werde ich jetzt garantiert nicht machen.
Ich werde mal ein bisschen Blut spenden. Aber in Rebirth war es doch so, wenn man den sprengt, hat man seine Chancen auf einen Angel Deal erhöht. Das ist in doch in Afterbirth ist das nicht mehr. So. Stirb. Die Viecher hier, ne? Sind auch ätzend. Aber irgendwie in The Binding of Isaac finde ich so ziemlich alles, was mich irgendwie angreifen kann. Oder was irgendwas spawnt, finde ich eh immer ätzend. Obwohl die Mulligans, die gehen. Und ich spiele hier gerade mal wieder schlecht wie sonst was. Was ist denn heute mit mir los? Was bist du? Rockets in a Jar? Ich habe gerade eine Bombe gelegt, ne? Soll ich es euch nochmal zeigen? Verdammt, das ist immer die Richtung, in die ich gucke. Nennen wir es interessant. Rockets in the Jar, hear me out. Lasst mich doch einfach mal alle in Ruhe. Gott, ich brauche dringend wieder rote Herzen, ne? So kriege ich überhaupt keinen Deal, so wie ich gerade spiele. Ich muss mich wieder bei Isaac erstmal einspielen. Ich spiele in der letzten Zeit zu wenig Isaac, man merkt's. Oh Gott. Jetzt auch noch die Fliegen, na danke. Das Gift hat nicht gereicht, um das Vieh zu zerlegen. So, jetzt. Jetzt ist doch alles wieder gut. Wo war eigentlich der Shop? Nur mal so als Frage, ne? Bei den Dingern denke ich immer, die machen so eine Explosivbombe, aber wir haben noch keine getroffen, die so eine Explosivbombe gemacht hat. Ja, du machst Explosivgeschosse, ich weiß. Du könntest mal hier oben hinschießen. Vergessen. Okay, da oben scheint eh nichts zu sein. Naja, ich hab's vergessen. Ich schieß Raketen. Team Rocket lässt grüßen. Viele von denen auf einem Fleck finde ich auch ziemlich doof, weil erstens Gegner, die chargen, sind immer doof. Und zum anderen, man kriegt sie nicht kaputt. Jetzt haben wir mal... Okay, wir haben den Grünen. Der Grüne, das ist schon mal ein großer Gewinn. Vorteil ist halt, dass die, wenn die einmal besiegt sind, nicht wieder mit vollem Leben aufstehen, sondern dann halt ein bisschen geschwächt. Okay, wir haben sie. Und ein Boss im langen Raum, okay. Pin? Pin in einem länglichen? Oh Gott. Doppelpin. Doppelpinestration. Ich hab's ja schon mal gesagt, er sieht so aus, ne? Liebeskugeln lassen grüßen. Für alle Kinder unter 18 Jahren. Und die Jugendlichen, ihr müsst jetzt gerade mal unter Kinder mitlaufen. Googelt das nicht. Das, was der Onkel sagt, ist frei erfunden. Und falls ihr doch das Bedürfnis zu googeln habt, fragt lieber eure Eltern. Dann haben die nämlich auch noch ein bisschen Spaß. Oh. Alle Eltern gucken jetzt gerade böse auf den Bildschirm.
Sind die schneller als normal? Ich habe das Gefühl, die sind schneller. So, holen wir den erstmal. Der kann uns ja jetzt schon Mr. Mega geben, ne? Oder kann er noch nicht, weil wir es erst frei... Ich weiß nicht, in welchem Run wir den freigestellt haben. Mr. Boom! Den finde ich sogar noch besser. Jetzt haben wir wenigstens mal wieder normale Bomben. Und nicht diese Raketenschweine. Oh Gott. Das ist gefährlich hier. Die neuen Gegner bringen Gefahren mit sich. Kann niemand leugnen. Ich hab's doch gesagt, Gegner, die spawnen, mag niemand. Und in Rot mag dich erst recht niemand. Niemand, ja. Niemand mag dich. Ist hier ein Niemand anwesend? Wahrscheinlich eher nicht. Wird der in Rot auch kleiner? Na, Rot bedeutet ja eigentlich immer mehr Leben. So, wo ist die Fliege? Irgendwie vermisse ich ja meine BFF. Big Beautiful Fly aus dem letzten Part. Ja, den Part hier nehme ich halt direkt in Folge auf. Deswegen sind noch einige Anmerkungen zu Sachen aus dem letzten Part drin. Und ich finde es erstaunlich, der dritte Part, wir haben Mom noch nicht besiegt. Und bis jetzt ist es einmal an einem schiefgegangenen Deal gescheitert. Weil ich da auch ein bisschen neugierig drauf war, was passiert. Und einmal an so einer komischen Spinne. Okay, hier konnte ich nicht gut ausweichen. Und du bist ein sehr, sehr komisches Ding. Und wir sind gleich tot. Nee, den hole ich mir garantiert nicht. Oh Gott, ja, das ist unser Ende, Leute. Wir leben. Wir sind tot. Gut, Leute. Ihr lasst mir jetzt Kommentar, einen Daumen nach oben. Mein Gott, wir werden doch irgendwann mal weiterkommen, oder? Naja. Jetzt Kommentar lassen. Bis dann. Euer Wolf.